So, als nächstes wollen wir uns der Kovarianz und dem, Achtung, Korrelationskoeffizienten widmen. Also erstmal, das Problem ist, wir wollen beschreiben, wie sieht die Beziehung zwischen x und y aus. Zum Beispiel, je mehr x, desto mehr y wäre zum Beispiel sowas hier. Wir sehen, je weiter das x hochgeht, desto weiter geht das y auch nach oben. Oder vielleicht andersrum, je mehr x, desto weniger y. Oder vielleicht haben wir auch überhaupt keine Beziehung zwischen x und y. Ob das jetzt kausal oder wechselbeziehungstechnisch ist, ist uns erstmal egal. Wir wollen uns angucken, wie verhalten die sich. Wenn x steigt, steigt dann y auch. Bei sowas wie hier, bei den Punkten hier, ist es relativ klar, die steigen ja nach oben. Aber wir nehmen mal was anderes an. So, sagen wir, wir haben hier unsere Punkteverteilung und Mr. A guckt auf diese Punkteverteilung und sagt, also für mich, die haben überhaupt keinen Zusammenhang. So, jetzt guckt Mr. B da drauf und sagt, Moment mal, Moment mal. Das ist doch eindeutig, guck mal hier, das ist doch hier so, da kann man doch eindeutig hier eine Kurve zeichnen. Das ist doch eindeutig, da ist ein klarer Zusammenhang da. So, wem glaubst du jetzt? Oder vielleicht kommt auch mal ein Mr. C und sagt, das sieht eigentlich so aus. Also es ist sehr schwierig. Es ist in so einem Graph hier, auch übrigens wie in einem Histogramm zum Beispiel, steckt sehr viel Subjektivität dabei, wenn man die verstehen will oder wenn man sie interpretieren will. Und deswegen ist das blöd, wenn wir einfach nur so einen Graph mit Punkten haben. Wir brauchen am besten eine Zahl. Eine Zahl, die diese ganzen Punkte in einem zusammenfasst. Und an dieser Stelle kommt die sogenannte Kovarianz ins Spiel. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch. Wir müssen zuerst den Mittelwert berechnen von diesen ganzen x-Punkten. Wir berechnen den mittleren x-Wert. Der ist vielleicht ungefähr hier. So. Mittelwert, ich hoffe, das ist klar. Nur noch mal kurz. Du rechnest den x0-Wert, den x1-Wert, also den ersten, den nullten gemessenen Wert, den ersten gemessenen Wert. Meinetwegen fängst du auch mit dem ersten an. Ich bin Informatiker. Den zweiten. Und du rechnest die alle so zusammen, bis du irgendwann den x-enten Wert hast, also den letzten Wert. Und teilst das Ganze dann durch die Anzahl der Werte, die du überhaupt hast. Also wir nehmen das arithmetische Mittel an dieser Stelle. Das ist unser x-Wert, schreibt man mit diesem Strich oben drüber. Und genau dasselbe machen wir mit dem y-Wert. Ich kürze das übrigens absichtlich hier ab. Da gibt es eigentlich ganz gute Erklärvideos dazu, damit ich das nicht erklären muss. So, das stört hier unten, deswegen machen wir das wieder weg. So, jetzt haben wir hier zwei Linien, jeweils auf dem Mittelwert von x und auf dem Mittelwert von y. Und wir tun jetzt so, als ob dieser Punkt hier, wo die zwei sich schneiden, unser Nullpunkt ist. Und gucken uns jetzt an, wie liegen denn, jetzt haben wir hier vier Felder, sage ich mal. Und wir gucken uns an, wie die Verteilung innerhalb der vier Felder ist. Wenn wir jetzt die zum Beispiel benennen, das ist Feld 1, das ist Feld 2, Feld 3 und Feld 4. Dann können wir jetzt schon ein bisschen besser sehen. Achtung, in 1 und 2 sind jetzt ganz viele. Und allgemein können wir jetzt übrigens auch schon sagen, ich greife mal vorweg, wenn wir jetzt alle Punkte in allen Feldern zählen und in 1 und in 3 die meisten Punkte sind, dann wissen wir, hat ungefähr diese Tendenz hier. Wenn wir jetzt aber alle zählen und feststellen, in 4 und in 2 haben wir die meisten Punkte, dann hätten wir so eine Tendenz. Und wenn wir jetzt feststellen, aber eigentlich sind überall ungefähr die Punkte gleich viel, dann wissen wir, okay, wir haben gar keine Tendenz. So, und wie sieht das Ganze mathematisch aus? Ich schreibe es mal mit dem kleinen i dazu. Wir haben unseren den i-ten gemessenen x-Wert und ziehen davon unseren Mittelwert ab. Ich habe ja gesagt, das hier ist quasi unser neuer Nullpunkt. Und wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, ich glaube, mein Cursor ist viel größer. Wir haben jetzt diesen einen Punkt, den habe ich hier eingefärbt, so. Und wir ziehen jetzt diesen ganzen Teil davon ab. Dann bleibt noch dieser kleine Teil hier übrig. Und wenn wir jetzt sagen würden, zum Beispiel, wir würden diesen Punkt hier nehmen und wir ziehen den ganzen Teil ab, dann würde das hier als negativ übrig bleiben. Weil das ist ja kleiner als der Mittelwert. Und wenn wir von dem den Mittelwert abziehen, dann rutscht der ja ungefähr bis hier, wenn man das jetzt hier einzeichnen würde. So, ich hoffe, das leuchtet soweit ein. Und das multiplizieren wir mit dem Ganzen für den Y-Wert. Wenn ihr das nicht versteht, schreibt es vielleicht zur Not in die Kommentare, aber denkt nochmal drüber nach. Es ist eigentlich gar nicht so unlogisch, was hier steht. So, und ich weiß, das Summenzeichen ist ja für die meisten noch schwer. Ich finde es aber so ein bisschen übersichtlicher. Wir machen das für jeden Wert, den wir haben. Und wir können, dadurch, dass das hier eine Multiplikation ist, interessante Sachen feststellen. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Das kann positiv oder negativ sein. Das kann auch positiv oder negativ sein. Wenn beides positiv ist, also ich mach mal so,
Positiv mal positiv ist gleich positiv. Negativ mal negativ ist gleich positiv. Und negativ mal positiv, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. So sieht das aus. So, wie sieht jetzt unsere Verteilung aus? Positiv und positiv, das muss hier sein. Negativ und negativ ist nämlich unterhalb von dem Mittelwert von y und unterhalb von dem Mittelwert von x. Das heißt, hier ist negativ mal negativ. Und hier sind wir unterhalb vom x-Wert, aber überhalb vom y-Mittelwert jeweils natürlich. Und hier genau das gleiche umgedreht. Ich hoffe, das ist soweit klar. Was das bedeutet am Ende ist, dass wenn wir hier einen Wert haben, dann wird er auf jeden Fall positiv. Wenn wir hier einen Wert haben, im Dreierbereich, wird er auch positiv. Wenn wir hier im Viererbereich oder im Zweierbereich einen Wert haben, dann würde er negativ werden. So, und was ich gesagt habe ist, wir addieren das ja alles hier auf. Und wenn dann ganz am Ende negativer Wert rauskommt, dann wissen wir, offensichtlich waren diese Werte hier in diesen zwei Bereichen mehr als in diesen zwei Bereichen. Weil das und das immer negativ ist. 4 und 2 sind immer negativ. Wenn aber die Zahl nachher positiv ist, dann wissen wir, offensichtlich muss dieser Bereich und dieser Bereich ja von den Punkten her zahlenmäßig überlegen gewesen sein, als diese hier, sonst wäre es ja nicht positiv. Und dann wissen wir, okay, die Punkteverteilung hat eine Tendenz in diese Richtung hier. So, wir sind aber, Achtung, noch nicht fertig mit der ganzen Formel. Wir müssen nämlich noch mal einmal teilen, und zwar durch die Gesamteinzahl. Ich hoffe, das kam jetzt nicht zu sehr am Ende kurz reingerutscht. Also im Grunde wie beim arithmetischen Mittel hier. So, das ist die Kovarianz. Und die Kovarianz, ich habe kurz nachgedacht, schreibt man mit einem Sigma. Die Kovarianz von x und y, Sigma mit dem Indexwert xy. Das ist die Kovarianz. So, wenn wir die haben, dann können wir schon sagen, hat es jetzt die Tendenz, hat es jetzt die Tendenz oder hat es eben gar keine Tendenz. Also da kommen wir schon ein bisschen weiter hin. Und den Korrelationskoeffizienten gibt es im nächsten Video.